Willkommen zu unserem Rundgang. Mein Name ist Andreas Clemens. Ich bin Politikwissenschaftler. Ich mache hier Führungen für das Kunst- und Kulturpädagogische Zentrum der Museen in Nürnberg. Und ich zeige Ihnen jetzt hier unter dem Nürnberger Rathaus die ehemaligen Lochgefängnisse. So, wir befinden uns jetzt vor der Tür, die in die Lochgefängnisse hinabführt. Hinter der Tür verbirgt sich eine etwas steilere Treppe, weil wir uns jetzt tatsächlich den ältesten Teil des Rathauses angucken. Der allergrößte Teil des Rathauses selber wurde im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört. Der Teil, der Zerstörung entgangen ist, war unterirdisch, das heißt die Lochgefängnisse. Das heißt, wir sehen hier jetzt gleich Räumlichkeiten. Die sind 500, 600, 700 Jahre alt. Die Ursprünge des Lochgefängnisses waren tatsächlich anderer Natur. Das war hier ursprünglich ein sogenanntes Brothaus. Es gehörte einem Mönchsorden bei Heilsbronn. Und in diesem Brothaus, das war so eine Art Kaufhaus, in dem gab es nur ein Produkt und das war Brot. Das hat man so zentral wie möglich gelegen, damit jeder Nürnberger Zugang zu diesem wichtigen Nahrungsmittel hatte. Es hatte für die Stadt auch den Vorteil, wenn alle Bäcker ihre Waren an einem Ort verkauft haben, konnten sie die Qualität leichter überprüfen. Und von der Örtlichkeit her ist es so, wir haben hier zwei parallele Gänge und daneben liegen jeweils recht kleine Räume. Und in jedem Raum saß dann ein Bäcker und hat da sein Brot angeboten. Und der Kunde ist dann hier durchgelaufen, hat verglichen und hat dann bei einem von denen das Brot gekauft. Etwas später hat die Stadt Nürnberg dann das Gebäude gemietet. Und dann hatte man die Frage, was macht man mit diesem komischen Keller, mit diesen kleinen Räumen, mit diesen zwei Gängen? Und man ist dann draufgekommen, das eignet sich eigentlich ziemlich gut als Gefängnis. Für einen Gefangenen reicht so ein Raum, die sollten eh nicht viel Platz haben. Es sollte hier sehr unangenehm sein für die. Man kann das gut überwachen, sodass auch keiner abhauen kann, keiner kann türmen. Und von daher hat die Stadt Nürnberg dann hier die Lochgefängnisse reingemacht. Man kann sagen, so eine Art Mischung aus Untersuchungsgefängnis und dann eben auch Todestrakt. Zur Versorgung der Gefangenen hat man dann diesen Brunnen angelegt, damit die auch sauberes Wasser gekriegt haben. Das war wichtig, denn die sollten nicht krank werden. Die sollten nicht vom Fleisch fallen, damit sie halbwegs fit bleiben, damit sie die Befragung überstehen, bis zum Urteil fit sind, aber auch übers Urteil hinaus, wenn sie nämlich hingerichtet werden sollten, dass sie dann tatsächlich auch bis zur Hinrichtung fit bleiben und nicht etwa an einer Krankheit sterben oder an Unterernährung oder so etwas. Also man hat schon versucht, die so weit zu verpflegen, dass sie halbwegs in Form bleiben, damit man das Urteil dann auch vollstrecken kann. Wir gehen jetzt etwas weiter in die Lochgefängnisse rein. Auf unserer rechten Seite kommen jetzt zwei besondere Zellen. Das sind Zeichen über der Tür. An der ersten Zelle ist hier eine schwarze Katze. Diese Zelle war reserviert für Verleumder. An der zweiten Zelle haben wir über der Tür einen roten Hahn. Das war eine Zelle für Brandstifter. Jetzt sind wir in einem der beiden Gänge, die parallel verlaufen. Zu unserer Rechten sind jetzt verschiedene Zellen. Man merkt beim Durchlaufen, dass die Leute früher kleiner waren. Und wir werfen hier einen Blick in eine der Haftzellen. Eine sehr spärliche Einrichtung. Man sieht eine Holzverkleidung. Das war, um vor allem im Winter ein bisschen die Feuchtigkeit draußen zu halten, damit es nicht zu kalt hier drin wird, damit die Leute keine Lungenentzündung kriegen und dann womöglich an der Lungenentzündung sterben, bevor man sie bestrafen kann. Das war eine Einzelzelle und
Hier neben mir war das Bett. Das Bettzeug mussten die Gefangenen sich selbst beschaffen oder selbst bezahlen. Das wurde ihnen nicht geschenkt. Das heißt, die mussten tatsächlich ihren gesamten Aufenthalt hier bezahlen, inklusive Essen, Unterkunft, Trinken und dann eben Bettzeug. Einige der Gefangenen hatten mehr Geld. Die konnten sich das leisten. Die hatten dann auch eventuell etwas besseres Essen. Die haben dann ja auch für ihr eigenes Essen bezahlt, haben dann was Besseres gekriegt. Die meisten Leute, die hier jeweils drin waren, waren arm. Die konnten sich ihren eigenen Gefängnisaufenthalt nicht leisten. In solchen Fällen hat es oft die Kirche übernommen oder manchmal auch reiche Stifter. Auf die Art und Weise wollten die dann eben sicher gehen, dass sie später ins Himmelreich kommen nach ihrem Tod, indem sie was Gutes getan haben zu Lebzeiten. Man sieht dann auch das Bett relativ kurz. Wie gesagt, die Leute waren etwas kleiner damals. Da war dann ein Kissen, da war dann eine Decke und dann konnten sie hier liegen. Ganz wichtig, die Zellen waren stockfinster. Es gab hier drin kein Licht. Das gehörte dazu, den Aufenthalt so unangenehm wie möglich zu machen, weil man sich gedacht hat, auf die Art und Weise gestehen sie vielleicht das Verbrechen, bevor man sie überhaupt schon dazu befragen muss, weil sie es einfach hier drin nicht aushalten. Heute würde man so die Einzelhaft in einer Dunkelzelle als Folter bezeichnen, berechtigterweise. Hier vor mir auf dem Boden ist ein Stein mit einem runden Loch drin. Da konnte man dann ein Stück glühender Kohle im Winter reinlegen, damit es ein bisschen heizt und nicht ganz so kalt ist. Die Kohle mussten sie auch bezahlen. Sie mussten hier drin schweigen, sie durften sich nicht mit Leuten in Nachbarzellen unterhalten, also es war ein absolutes Redeverbot. Das hatte zur Folge, wenn es ein Wächter mitgekriegt hat, wie sie sich unterhalten haben oder versucht haben, sich zu unterhalten, die sind hier reingestürmt und haben die verprügelt. Also wiederum, es sollte so unangenehm wie möglich sein. Dazu kam dann auch die Verpflegung. Was man sich jetzt natürlich oft fragt bei den Führungen hier, ist, was ist mit den Toiletten? Die Wachen hatten Toiletten, das waren einfache Plumpsklos. Die Gefangenen hatten es nicht. Denen hat man einen Eimer reingestellt, den die dafür benutzen konnten. Und der Eimer blieb dann auch eine Weile drin. Wiederum, um das Ganze so unangenehm wie möglich zu machen. Gelegentlich haben sie natürlich auch ein, zwei Mahlzeiten am Tag bekommen. Jetzt war hier drin kein Tisch. Wo sollten sie das einnehmen? Da hat man sich gedacht, ach ja, es ist ja schon der Eimer da drin. Also ist die Küchenmagd oder der Küchenhelfer noch zusätzlich mit dem Essen hier reingekommen, mit einem Brett, und das hat auf den Eimer draufgelegt. Das heißt, der Eimer war gleichzeitig Toilette und Essenstisch. Die Gefangenen lagen hier oft noch auch gefesselt drin, also mit Eisen angekettet, um eventuelle Fluchtversuche gerade beim Essen servieren zu unterbinden. Das waren dann in etwa die Bedingungen hier drin. Also aus heutiger Sicht definitiv als Folter zu bezeichnen, sehr grauenhaft. Und viele Leute sind hier auch durchgedreht, ohne dass die jemals dann tatsächlich gefoltert wurden später. Allein der Aufenthalt hier drin war für die meisten schon schlimm genug, dass man es kaum ertragen hat. Man wollte einfach so schnell wie möglich wieder raus. Gut. Wir verlassen den Raum, gehen einmal den gesamten Gang entlang. Wir kommen hier jetzt als nächstes zu einer anderen Variante von Zelle, eine der sogenannten Stockzellen. In den Stockzellen waren Leute untergebracht, die keine so schweren Verbrechen begangen haben wie manche der anderen Gefangenen. Hier waren vor allem zwei Arten von Gefangenen drin. Etwas, was man heute am ehesten als Querulanten bezeichnen könnte. Das heißt, es waren Leute, die sich geweigert haben, ihre Steuern zu bezahlen. Es waren Leute, die den Behörden unglaublich auf die Nerven gegangen sind, weil sie einfach
nicht mitmachen wollten, sich versucht haben, immer wieder ihren Pflichten zu entziehen. Manchmal waren hier Verleumder drin, was man heute als Mobbing bezeichnen würde vielleicht. Und es waren hier auch gelegentlich Kriegsgefangene drin. Wenn die Nürnberger in einem Krieg verwickelt waren, sie haben jemanden von der anderen Seite gefangen genommen, kamen die hier rein und man hat versucht, die hier zum Reden zu bringen über die Pläne der Gegner, Truppenbewegungen, Versorgungslage, wann sie wohl angreifen würden. Wie müssen Sie sich das hier vorstellen? Die Gefangenen, hier konnten bis zu 3 Personen rein. Die Gefangenen mussten sich mit dem Rücken an die Wand lehnen, die Beine ausstrecken und dann hat man die Füße hier knapp oberhalb des Knöchels reingespannt. Das war's. Jetzt erstmal, da sagt man, okay, das ist im Vergleich zu dem, wie andere verhört wurden, ja noch relativ harmlos. Wenn Sie das mal ein paar Stunden ausprobieren, kriegen Sie Krämpfe. Das wird wahnsinnig schmerzhaft, wenn Sie so die ganze Zeit da sitzen müssen. Und manche mussten hier ein paar Tage so verbringen. Es war auch sehr entwürdigend, weil sie waren nicht allein. Sie waren ja teilweise zu dritt. Und ein wichtiges Detail war dann in dem Fall eben auch wieder die Toilette, wie so oft das ekligste im Gefängnis. Das war dieses eine Loch. Ein Loch. 3 Gefangene nebeneinander. Dann kann sich jeder selber ausmalen, was ist wohl schlimmer. Man sitzt an der Seite ohne Loch oder man sitzt in der Mitte mit dem Loch. Ich werde nicht näher ins Detail gehen. Also auch die Stockzellen sehr, sehr unangenehm. Ein Ort, den man nicht unbedingt besuchen möchte außerhalb einer Führung. Als nächstes bewegen wir uns auf die andere Seite zu dem Parallelgang. Und dort werden wir einen Blick werfen in die Kapelle. Kapelle heißt dieser Raum nicht wegen der Funktion, sondern wegen der Form, wegen der kapellenartigen Decke. Also tatsächlich gab es natürlich keine Kapelle oder keine Kirche in diesem Gefängnis. Das ist der Raum, in dem befragt wurde, das heißt im extremsten Fall, in dem gefoltert wurde aus heutiger Sicht. Es gab dabei verschiedene Stufen. Wenn ein Untersuchungsgefangener hier drin war, bei dem man sich noch nicht sicher war, ob er das Verbrechen begangen hat, wurde der erstmal einfach so befragt, ob er was gemacht hat oder nicht. Sollte diese Person gesagt haben, nein, ich habe nichts gemacht, dann war die nächste Stufe, dass man die Leute nach ein paar Tagen im Lochgefängnis, was dann fast schon gereicht hat zum Geständnis, dann hat man die hier reingebracht und dann hat man denen lediglich die Folterinstrumente gezeigt. Das hat in vielen Fällen schon dazu geführt, dass sie gestanden haben. Wenn das noch nicht gereicht hat, gab es dann verschiedene Stufen, wie man das Ganze noch steigern konnte. Das nächste, bei dem man Hand angelegt hat, waren dann Daumenschrauben. Die hat man dann an die Hände gespannt, hat man sie zugezogen und auf die Art und Weise hat man den Leuten langsam den Daumen gebrochen. Was man sich jetzt dabei überlegen muss, ist, wie auch die medizinische Versorgung damals war. Wenn Sie sich heute einen Daumen brechen, dann gehen Sie zu einem Arzt. Im schlimmsten Fall wird es operiert. Ein paar Wochen, ein paar Monate Physiotherapie und Sie kriegen das alles halbwegs wieder hin. Wenn Sie sich damals den Daumen gebrochen haben, mussten Sie hoffen, dass der halbwegs wieder zusammenwächst, damit Sie die Hand wieder richtig benutzen können. Also in vielen Fällen hieß es, dass Sie Ihre Hand schon nicht mehr richtig benutzen konnten. Also da blieb dann schon mal ein Dauerschaden. Wenn das nicht gereicht hat, hat man die Leute hier auf den Stock gespannt. Das müssen Sie sich so vorstellen. Man hat ihnen die Hände auf dem Rücken zusammengebunden, das Seil hier drüber. Und dann wurden die hochgezogen. Bis sie dann gehangen sind, dabei hat man denen die Schultern ausgekugelt. Das ist jetzt schon mal wahnsinnig schmerzhaft. Kaum auszuhalten. Also man kann davon ausgehen, dass zumindest bei dem Teil dann wirklich jeder gestanden hat
ob man das Verbrechen begangen hat oder nicht natürlich. Wenn sie dann hier rausgekommen sind, hatten sie natürlich immer noch die kaputten Schultern. Das heißt, es war ihnen bewusst, sie werden danach nicht mehr richtig ihren Lebensunterhalt verdienen können. Selbst wenn sie sich als unschuldig erweisen, aus welchen Gründen auch immer. Eine ausgekugelte Schulter, die kriegt man nicht wieder rein. Auch das wird heute medizinisch eher ein Problem sein. Man muss sich operieren lassen. Halbes Jahr, Jahr, 1,5 Jahre Physiotherapie gab es damals alles nicht. Für die Befragung notwendig waren mehrere Personen hier drin und auch auf andere Art und Weise anwesend. Zunächst mal brauchten sie den Richter und zwei Schöffen. Das waren Mitglieder des Rates der Stadt Nürnberg, die saßen nämlich zu Gericht. Der Rat selber der Stadt, das waren die Richter. Die saßen aber nicht hier drin. Die mussten nämlich nicht körperlich dabei sein, die haben es nur gehört. Wir haben hier oben ein Loch. Hinter dem Loch war ein Schacht. Der Schacht ging 2 Stockwerke nach oben in den großen Rathaussaal. Und im großen Rathaussaal gab es im hinteren Bereich, der war etwas abgetrennt, da war ein Gitter dazwischen. Und da saß dann eben der Richter mit den Schöffen. Und die konnten jedes Wort hören, das hier drin gesagt wurde. Beziehungsweise auch manchmal die Schreie hören, mussten es aber nicht sehen. Das heißt, die haben gerichtet, aber das Schlimmste mussten sie gar nicht mit ertragen. Dann war hier drin ein Schreiber, der hat alles protokolliert. Dadurch wissen wir das auch so gut. Man hat alles aufgeschrieben in Nürnberg. Es war noch der Delinquent, das heißt der Angeklagte natürlich, plus 2 weitere Personen, der Nachrichter, sprich der Henker, der die Befragung durchgeführt hat. Und der hatte einen Assistenten, das war der Löwe. Warum man den in Nürnberg so genannt hat, weiß man nicht. Und der Löwe war der, der tatsächlich Hand angelegt hat. Der die dann da drüber gespannt hat zum Beispiel oder die Daumenschrauben angelegt hat. Ach, noch eine Ergänzung, wenn das nicht gereicht hat. Von den Schmerzen her mit dem Hochziehen gab es noch die Möglichkeit, dieses wahnsinnig schwere Gewicht den Leuten an die Füße zu binden. Und der Richter und die beiden Schöffen, die haben dann eben entschieden, ob die Befragung jetzt so reicht oder in manchen Fällen, zugegebenermaßen eher selten, ob man nach einigen Wochen vielleicht noch mal eine Befragung durchführt, wenn man die halbwegs wieder hochgepäppelt hat. Das war dann von Fall zu Fall verschieden. Das hat dann eben Richter mit den beiden Schöffen entschieden und teilweise noch unter Hinzunahme des gesamten Rates, die dann auch Mitspracherecht hatten bei prominenten Gefangenen. Hier waren teilweise Ratsherren drin in den Gefängnissen. Also es waren nicht nur arme Leute, teilweise waren Händler hier drin, teilweise richtig reiche, vermögende Leute. Gut. Wir verlassen die Kapelle wieder vorsichtig. Von der Kapelle machen wir uns jetzt durch den Parallelgang auf zur Schmiede. Auf unserer rechten Seite sieht man jetzt auch wieder Zellen. Teilweise etwas größer, weil das waren oft Zellen auch für 2 Personen. Wenn es Untersuchungsgefangene waren, waren 2 Personen hier drin. Durften sich aber auch nicht unterhalten. Also auch da war es still, auch da war es dunkel. Wenn in solchen Zellen ein Einzelner war, war es ein Todeskandidat. Der hatte dann immer eine Wache vor der Tür, damit er sich nichts antut. Damit er tatsächlich offiziell hingerichtet werden kann. So, und dieser Raum hier ist die Schmiede. Und der sieht jetzt natürlich sehr, sehr gruselig aus. Das ist auch beabsichtigt. Um den Raum zu erklären, muss man ein bisschen was zu den Lochgefängnissen allgemein sagen. Im Jahr 1806 wurde Nürnberg bayerisch. Das heißt, der bayerische Staat war dann dafür zuständig. Und der bayerische Staat wollte damals ein moderner Staat sein, nach Vorbild Frankreichs. Das heißt, mit einer modernen Rechtsprechung. Und die haben dann die Gerichtsbarkeit übernommen und die haben die Lochgefängnisse geschlossen. Das heißt, hier drin wurde nicht mehr gefoltert, die haben modernere Gefängnisse gebaut. Da wurde teilweise schon noch gefoltert und hingerichtet, nur nicht mehr auf diese Art und Weise, diese mittelalterliche, veraltete Art und Weise. So, dann konnte man die Lochgefängnisse in Nürnberg nicht mehr benutzen. Und dann hat sich die Stadt überlegt, was machen wir denn jetzt wieder mit diesen Gefängnissen? Und eine parallele Entwicklung zu Beginn des 19. Jahrhunderts war, Tourismus wurde erfunden.
Das heißt, da sind zum ersten Mal Leute rumgereist, um sich einen anderen Ort näher anzugucken. Und Nürnberg wurde da entdeckt als eine der Touristenhochburgen in Deutschland wegen der mittelalterlichen Altstadt. Da konnte man sich so das Mittelalter ein bisschen romantisch zusammendichten. Und die Stadt Nürnberg hat dann gesagt, ja, wir haben einige schöne Sachen, die wir zeigen können. Die Burg, das Dürerhaus, ein paar der Kirchen, die Befestigungsanlagen, die Fachwerkhäuser, alles schön. Jetzt zeigen wir denen aber auch was Gruseligeres. Jetzt zeigen wir denen die Lochgefängnisse. Und weil die noch nicht gruselig genug sind, hat man hier in die Schmiede noch zusätzliche Folterwerkzeuge rein, die man tatsächlich nie benutzt hat, um den Touristen Angst zu machen vor 200 Jahren. Also was da an der Wand hängt, wurde tatsächlich so nicht benutzt. Es gibt im Raum etwas, das wurde benutzt. Das sind hier neben mir diese Fesseln. Und das ist vor allem dieses hammerartige Holzteil, das sehr, sehr schwer ist. Und in ihrer Fantasie malen sich die Gäste dann immer aus, dass man damit den Leuten vielleicht die Knochen gebrochen hat oder so. Das hat einen ganz anderen Nutzen. Wenn jemand hingerichtet wurde, fand es nicht hier statt, sondern woanders. Und auf dem Weg zum Hinrichtungsort hat man so ein Gewicht an den Leuten befestigt, angekettet, damit die nicht wegrennen können. Also das war tatsächlich nur dazu da, damit keiner abhauen kann, wenn er zum Hinrichtungsort geführt wird. Das war alles. Also man malt sich in der Fantasie dann doch noch mal schlimmer aus, als es tatsächlich war. Warum der Raum Schmiede heißt, ist auch nicht ganz klar. Es gab hier unten keine Schmiede. Es gab zum Beispiel keinen Ofen, mit dem man eine Hitze, eine Temperatur hätte erzeugen können, mit der man Metall bearbeiten kann. Das macht in einem Keller überhaupt keinen Sinn. Sowas hat man woanders gemacht, überirdisch, aber ganz bestimmt nicht in so kleinen Kellerräumen. Da hat man schon etwas Probleme mit der Luftzufuhr. Also es war keine Schmiede, es sind keine echten Folterwerkzeuge hier an dieser Wand, die man benutzt hat, sondern nur die Fesseln hier und dieses Gewicht. Soviel zur Schmiede. Als nächstes schauen wir uns das Henkersstübchen genauer an. Auch hier muss man sehr vorsichtig durch, wegen den niedrigen Türstöcken. Das Henkersstübchen schaut sehr unspektakulär aus, war aber ein sehr, sehr wichtiger Ort. In dem Raum selber fand was ganz Wichtiges statt, was auch vielen, vielen Leuten ein bisschen Begriff ist. Hier gab es die Henkersmahlzeit vor der Hinrichtung. Wenn jemand zum Tode verurteilt worden war, wollte man sicher gehen, dass die Leute nicht ausrasten kurz vor der Hinrichtung und sich womöglich wehren, dass die versuchen abzuhauen, dass die womöglich jemand anders verletzen. Mit Beruhigungsmitteln, die gab es in der Form damals noch nicht. Also man konnte sie schlecht betäuben. Was konnte man stattdessen machen? Alkohol war auch nicht so gut geeignet, weil manche Leute werden aggressiv, wenn sie besoffen sind. Also war das die Funktion der Henkersmahlzeit. Die konnten sich hier richtig, richtig satt essen. Auch qualitativ für die damalige Zeit sehr hochwertig. Gerade für viele der ärmeren Gefangenen hier drin kann es sein, dass die Henkersmahlzeit das beste Essen in ihrem Leben war. Es war reichhaltig, es war gut. Und nach diesem reichhaltigen Essen waren sie dann halt ein bisschen müde, ein bisschen platt, ein bisschen gesetzt. Und dann hat man gesagt, das ist der beste Zeitpunkt, um die hinzurichten. Wer einen richtig satten, vollen Bauch hat, der wehrt sich nicht so leicht. So, und kurz nach der Henkersmahlzeit kam es dann eben zur Hinrichtung. Die Hinrichtung fand nicht hier statt. Es gab verschiedene Hinrichtungsorte in Nürnberg, einen davon werden wir dann noch sehen. Und die Leute sind da hingelaufen. Dabei war der Nachrichter, der Löwe,
Und dabei war oft eine Menschenmenge, die hat das Spektakel mit angeguckt. Offiziell, um aus diesem schlechten Beispiel zu lernen. Inoffiziell, weil die Leute halt, hat gesagt, scharf drauf waren zu sehen, wie jemand leidet. Und gerade bei unbeliebten Gefangenen war es so, da ist die Menge mit und hat die vielleicht noch beworfen oder beschimpft. Es gab in einigen schweren Fällen, da wurden die auf dem Weg dahin noch gefoltert. Also, dass man die mit einem glühenden Eisen zum Beispiel malträtiert hat an bestimmten Stellen, bevor sie überhaupt am Hinrichtungsort angekommen sind. Es gab verschiedene Hinrichtungsmethoden für verschiedene Verbrechen. Zum Beispiel das Allerschlimmste, was es gab, war Kindsmord. Und da war vor allem eine ganz spezifische Form gemeint, nämlich ein Kind, das tot zur Welt kam in vielen Fällen, also das gar nicht gelebt hat. Wenn dann zum Beispiel eine Frau mit einem schlechten Leumund, mit einem schlechten Ruf eine Totgeburt hatte, es war niemand sonst dabei und man wollte der Schaden zufügen, hat man dann behauptet, die hat ihr Kind zum Beispiel erdrosselt oder erstickt, weil sie meinetwegen schon 4 Kinder hatte, die sie nicht durchfüttern konnte und das 5. wollte sie dann auf die Art loswerden. Also ein Verbrechen, für das nie ein Mann bestraft wurde, nur Frauen. Und diese Frauen wurden dann in einem Käfig in der Pegnitz ertränkt zum Beispiel. Das ist, hat man gesagt, ist die grausamste Art, jemanden hinzurichten, die unangenehmste Art. Das wurde erst im 17. Jahrhundert abgeschafft. So lange haben die Nürnberger das praktiziert. Dann gab es für arme Leute, die bestimmte Verbrechen begangen haben, die wurden gehängt. Das galt als ehrlos, auch als grausam. Aus heutiger Sicht ein bisschen komisch. Die mildere Art, jemanden hinzurichten, das war dann vor allem für etwas reichere Leute, die einen guten Leumund hatten zum Beispiel, das war das Köpfen. Da würde man heute sagen, das ist doch vermutlich grausamer, als jemanden zu hängen. Aber da hat man gesagt, damals, Köpfen ist eine ehrenvolle Methode zu sterben. Und da kam es jetzt darauf an, dass beide Seiten gut mitgemacht haben. Die wurden nämlich im Sitzen geköpft mit einem Schwerthieb von der Seite. Das heißt zum einen, dass der Henker eine ganz ruhige Hand haben musste, damit er das in einem Hieb schafft mit einem sehr scharfen Schwert. Das heißt aber auch, dass derjenige, der hingerichtet werden sollte, nicht zu viel zittert oder wackelt. Der hat natürlich auch ein Interesse daran, es schnell hinter sich zu bringen, damit er nicht unnötig leidet. Das heißt, da mussten beide Seiten gut zusammenarbeiten. Und wenn man dann einen guten Henker hatte, den hat man auch ziemlich gut bezahlt. Der hat auch in Nürnberg gewohnt, dem hat man die Wohnung gestellt für Frau, für Kinder, um sicherzugehen, dass der hier bleibt und weiter hier arbeitet. Wenn man dann allerdings einen Stümper hatte, der das mehrmals vermasselt hat, sodass Leute unnötig leiden mussten, die wurden dafür dann auch bestraft, dass sie ihrer Arbeit nicht gut nachgegangen sind. Die Henkersmahlzeit hatte noch einen kleineren Grund, der war eher symbolisch. Und zwar, wenn die Henkersmahlzeit akzeptiert haben, hieß es, dass die auch das Urteil akzeptiert haben, dass das alles mit rechten Dingen zugeht und dass beiden Seiten Genüge getan wird. Also die Leute, die das Recht sprechen und dann durchführen, aber auch derjenige, der zum Tode verurteilt und hingerichtet wird, hat das Ganze dann eben akzeptiert. Und ja, diese Henkersmahlzeit wurde hier drin serviert und von da an ging es dann quasi zur Hinrichtungsstätte. Dazu kommen wir dann noch. Zubereitet wurde die Henkersmahlzeit natürlich woanders, in der Küche. Es gab hier auch eine Küche, die gucken wir uns als nächstes an. Wir haben hier diesen kleinen Herd, da wurde dann eben gekocht. Es gab so 1, 2, 3 Bedienstete, die waren dafür zuständig. Koch, Köchin, Küchenmädchen. Und hier in diesem Raum war dann eben der Schrank mit dem Geschirr.
da wurde das Ganze dann zusammengebracht. Da hat man dann auch das Brett genommen, das ich vorhin erwähnt habe, und ist damit dann eben in die Zellen gegangen, hat es auf den Eimer gelegt und da wurde dann das Essen serviert. Sehr, sehr simpel für die armen Gefangenen, etwas besser für die vermögenden Gefangenen. Ratsherren, richtig reiche Leute, haben sogar ganz gutes Essen bekommen, konnten auch mal Bratwürste sein. So, von der Küche aus werden wir jetzt eine Treppe nach oben gehen, in die Stube des Lochhüters. Das heißt, das war die Wohnung des Gefängnisdirektors. Der hat direkt über seinem Arbeitsplatz gewohnt. Wiederum eine sehr steile Treppe. Mit der Stube des Lochhüters sind wir jetzt wieder überirdisch, das heißt im Erdgeschoss des Rathauses. Das heißt, auch im Gegensatz zu den Lochgefängnissen, die weitgehend original sind und Jahrhunderte alt sind, ist das hier ein Bereich, der im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde und das hier ist wieder nachgebaut. Also es ist nicht mehr original. Es waren auch mehrere Räume. Hier wohnte der Gefängnisdirektor mit seiner Familie, Frau, Kinder. Und es gab eine Möglichkeit, wie ein Gefangener auch mal eine Weile hier oben zubringen konnte in der Wohnung, wenn nämlich doch jemand krank wurde da unten. Wenn jemand zum Beispiel eine Lungenentzündung bekommen hat, die sollten ja trotzdem noch bestraft werden oder zumindest befragt werden, die mussten wir aufpäppeln. Die kamen dann hier hoch, wo es nicht so kalt war, nicht ganz so ekelhaft, wo Licht war zum Beispiel auch. Und die wurden dann von der Familie des Lochwärters gepflegt, bis sie wieder fit waren. Und dann mussten sie wieder runter. Mussten sie in die Lochgefängnisse, dann ging das Ganze wieder von vorne los für die. Das war praktisch so die einzige Ausnahme, wie ein Gefangener auch mal hier rein durfte. Wir sehen jetzt dort hinten einen kleinen Turm auf einer Insel. Das ist der Henkersturm. Henkersturm, weil dort der Henker gelebt hat mit seiner Familie. Der Holzsteg daneben, Henkersteg, weil er neben dem Henkersturm lag. Der Henker hat in Nürnberg auf dieser kleinen Insel gelebt, weil es war zum einen ein sehr wichtiger Job, ein Beruf, für den man einen Profi gebraucht hat. Das heißt, er war gut bezahlt. Man hat ihm die Wohnung gestellt. Die Familie hat da mit ihm gewohnt. Aber es war ein unehrenhafter Beruf. Das heißt, man wollte ihn nicht als Nachbarn haben. Und der Kompromiss war dann eben, man packt ihn auf eine Insel. Da gibt es keine Nachbarn und es ist trotzdem zentral gelegen. Von der Entfernung zum Rathaus her ist das ein Fußweg von etwa 5 bis 6 Minuten. Das heißt, er hatte zu seinem Arbeitsplatz Lochgefängnisse auch nicht allzu weit. Im 17. Jahrhundert hatten wir hier in Nürnberg einen Henker namens Franz Schmidt. Und Franz Schmidt konnte lesen und schreiben. Und er hat Tagebuch geführt über seine Arbeit. Und aus seinem Tagebuch weiß man eben heute so viel über den Beruf des Henkers. Wir kommen jetzt zum Henkerssteg. Auf der anderen Seite vom Henkerssteg ist dann auch gleich der Eingang zum Henkersturm. Die einzigen Nachbarn, die Franz Schmidt und seine anderen Berufskollegen über die Jahrhunderte auf dieser Insel hatten, waren Schweine. Das war nämlich der Saumarkt. Also da hat man dann Schweine gehandelt, geschlachtet und zwar auf dieser Insel. Weil alles, was man nicht verwerten konnte, hat man dann einfach hier in den Fluss geschmissen. Und das ist dann gleich auf der anderen Seite der Stadt, wenige hundert Meter weiter aus der Stadt rausgetrieben. Das ganze die ganzen stinkenden Überreste, die man nicht mehr wollte. Also von daher hat er hier wohl eine gewisse Geruchsbelästigung erlebt. Aber die war überall im Mittelalter in großen Städten vorhanden. Wir finden jetzt hier den Eingang zum Henkershaus. Heute befindet sich hier drin eine kleine Ausstellung. Die ist offen an den Wochenenden. Und da kann man sich dann noch etwas ausführlicher über den Beruf des Henkers und vor allem auch über Franz Schmidt und seine Lebensverhältnisse informieren. Es sind zwei Räume, sehr schön gestaltet. Es gibt auch eine kleine Buchhandlung dazu. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.